Ein Wochenende lang war Baden-Baden das Zentrum der Musik. Beim Special des SWR 3 New Pop Festivals standen die Fans Schlange. Künstler wie Mark Forster, Imani, Olli Mörs, Tim Bensko und Sarah Larsen traten live auf. Der Höhepunkt, Marius Müller-Westernhagen wurde nach seinem Unplugged-Set für sein Lebenswerk geehrt. Natürlich das Gesprächsthema auf dem roten Teppich. Es ist ja oft so, dass der Plattenschrank vom Papa oder von der Mama eine ganz große Bedeutung hat. Und im Plattenschrank von meinem Papa war mit Pfefferminz bin ich dein Prinz. Und das habe ich mir öfters mal aufgelegt und ich hoffe, dass er das heute aufspielt. Damit bin ich dein Prinz. Das kenne ich, ja. Also, Westernhagen wird für sein Lebenswerk, jetzt kann ich auch nachvollziehen. Ich finde Dicke am geilsten. Aber ich habe grundsätzlich großen Respekt vor Leuten, die einfach so lange dabei sind und so lange erfolgreich Musik machen und immer noch in dem Alter quasi in so einer Würde auf der Bühne stehen und ihrer Leidenschaft nachgehen. So. Ich erinnere mich gut daran, dass ich als ganz, ganz kleines Kind durchaus mal lauthals meinen Vater mitsingen hören habe. Der Kerl ist, glaube ich, um die 70 rum und dafür immer noch so, ich sag mal, ein rockiger Typ. Ist großartig, ich finde es toll, dass er heute das Lebenswerk einen Preis dafür bekommt. Naja, diese Lebenswerkpreise, die kommen dann ab einem gewissen Alter und die sind dann auch vielfältig. Gehen nimmt immer Lebenspreise entgegen. Ich liebe das, dass ich erfolgreich war. Natürlich ist das angenehm, aber das war nie das Motiv für mich zu arbeiten. Und das erste zeigt das Special des SWR 3 New Pop Festivals am Freitag, den 23. September ab 23:30 Uhr. Tut mir gefallen, feiert gute Musik.